Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Heute mal was Frühlingshaftes und zwar ein Spargel aus dem Pergamentpapier. Dafür brauchen wir ein bisschen Weißwein, Wermut, Pfeffer, Kirschtomaten, frischen Spargel, Salz, zwei Frühlingszwiebeln, ein bisschen Ahornsirup, hier habe ich noch ein bisschen Estragon, eine Knoblauchzehe, Parmesan, Butter, ein bisschen Backpapier und eine Schnur. So, wir fangen an. Als erstes geben wir Weißwein und Wermut. Ihr könnt auch nur Weißwein nehmen oder einen Schluck Weißwein und Brühe, wie ihr das möchtet. In den Topf rein, dann nehme ich die Knoblauchzehe, da habe ich jetzt eine frische Knoblauchzehe, die lege ich einfach kurz aufs Brett, lege das Messer so drauf, passt auf, dass ihr euch nicht verletzt, ja. Die Schneide leicht nach unten kippen, einmal draufhauen, dass die ätherischen Öle austreten können, die geben wir jetzt da dazu und dann geben wir noch die Stängel von dem Estragon, das ist jetzt leider nicht der frischeste Estragon, das ist bei mir im Viertel immer so ein bisschen schwierig mit dem Estragon, findet man immer nicht so ganz so einen schönen, muss ich jemanden ein bisschen älteren schon nehmen. Dann einen kleinen Schluck Ahornsirup, wirklich wenig. Ja. Das ist gerade so ein bisschen, um die Säure von die unangenehme Säure vom Weißwein ein bisschen wegzunehmen. Ja. Dann könnt ihr noch das Ende von den Frühlingszwiebeln, das Grüne, einfach so ein bisschen grob schneiden und damit reingeben. Kleine Prise Salz rein. Und das Ganze stellen wir jetzt einfach kurz einmal auf den Herd. Ja. Mal jetzt hinten, dass ich vorne weitermachen kann für euch. Das müssen wir ungefähr auf die Hälfte reduzieren. Ihr könnt es reduzieren, auch weglassen. Dann wird halt der Weißwein sehr stark im Geschmack. Dann habe ich noch kurz den Backofen vorgeheizt. Umluft, 180 Grad. Ihr könnt auch Ober- und Unterhitze machen. Das ist bei dem Gericht jetzt egal, weil das ja alles verpackt wird. Ja, ihr braucht nur irgendeine Hitze. Spargel, schaut drauf, dass die Enden einigermaßen frisch sind. Ja, wenn ihr drauf drückt, dass die Spargel, wenn ihr sie aneinander reibt, noch schön quietschen. Ja, weil wenn sie lange rumliegen, dann hören sie auf zu quietschen. Und natürlich schaut es ein bisschen, dass ihr weiße Köpfe kriegt, je nachdem, was ihr ausgebt. Ja, ihr könnt auch einen billigeren Spargel verwenden mit den Lederköpfen. Müsst ihr ein bisschen auf die Qualität schauen. Ich habe den zum Beispiel bei meinem Markt von ganz unten rausgeholt, ja, weil da meistens die frischeren Stangen drin sind. Ja. Jetzt nehmt ihr den Spargel, wie ihr wollt. Entweder habt ihr einen Spargelschäler. Ich mache das immer ganz gerne mit diesen haushaltsüblichen Schälern. Oben am Kopf nehmen und dann jetzt hier einfach runterschälen. Seid da sehr genau, weil ihr kennt es ja alle vom Spargelessen, wenn man da noch ein bisschen Schale dran lässt, dann wird er bitter. Ja? Also schön abschälen, einmal rundherum. Natürlich nicht zu viel wegnehmen, ist ja klar. Ist ja immer sehr teuer, so ein Spargel. Da wollen wir natürlich nichts verschwenden. Die Schalen auf keinen Fall weggeben. Da könnt ihr noch eine Suppe draus kochen. Ja? Also nicht wegschmeißen. Das ist, wäre schade drum. Jetzt schäle ich den mal kurz. Ihr müsst mir jetzt nicht zuschauen, wie ich 12 Spargelspitzen schäle. Ich habe jetzt nur 12 gemacht, weil es nur für Linus und mich ist heute Mittag. Okay. Gerade der letzte mag nicht so, wie ich will. Müsst auch am Ende immer aufpassen, dass er da wirklich ganz rumschält. Ja, wenn der hinten noch so ein bisschen oll ist, sage ich mal, dann schneidet er ihn natürlich nochmal an. Okay, dann zeige ich euch das mal hier schnell. Das ist jetzt ungefähr auf die Hälfte eingekocht, dass ihr das mal gesehen habt. Ja. Das hilft uns einfach ein bisschen bei einem feineren Aroma. Der Weißwein wird ein bisschen runder, das wird alles ein bisschen eingekocht. Klar passiert das im Ofen nachher auch noch, aber wenn ihr das einmal vorher aufstößt, ist der ganz saure Geschmack sozusagen weg. Ja? Jetzt nehmen wir hier von den Frühlingszwiebeln nur das Weiße und machen da gerade so ganz feine Ringchen. Ja? Jetzt diesen schon etwas in die Jahre gekommenen Estragon, den schneiden wir auch noch kurz runter. Aber ihr wisst ja, bei uns wird nichts verschwendet. Okay, wer kein Estragon mag, kann auch super Basilikum nehmen oder Zitronenthymian oder Petersilie, was auch immer ihr mögt. Ja, Estragon polarisiert ein bisschen, sage ich mal, manche mögen das nicht ganz so gern, dann nehmt einfach ein anderes Kraut her. Ja? Die Tomaten habe ich gut gewaschen, da brauchen wir jetzt auch nicht so viele, pro Person vielleicht so 3-4 Stück. Das ist eher so ein bisschen für die Farbe, dass dann nachher, wenn man das Packerl am Tisch aufmacht, auch das schön ausschaut. Ihr könnt übrigens, wenn ihr das wollt, so ist es natürlich ein vegetarisches Gericht. Ihr könnt es aber auch noch sehr gut da jetzt ein Stückchen Schinken dazulegen oder so. Ja. Dann, das würde ich aber dann auf den Tisch, das würde ich dann nicht mitgaren im Packerl, weil der dann sonst zu trocken wird. Da bin ich immer Freund von, den dann wirklich rot zu lassen. Jetzt die Tomaten noch. Wer so ein Let-It-Cook-Messer haben will, da oben ist ein Link, da könnt ihr euch eins bestellen. Jetzt können wir mit dem Spargel anfangen, da gehen wir jetzt 6 Stangen, je nachdem, was ihr für einen Spargel bekommen habt. Ja, es gibt ja diese dünneren, die sind meistens ein bisschen günstiger und die ein bisschen dickeren. Ich persönlich finde den dünneren Spargel angenehmer zum Essen. Ja, das ist, eigentlich ist der dickere der teurere, weiß aber ehrlich gesagt gar nicht so genau warum.
Und jetzt machen wir das einfach so, ich mache das mal so, dass ich da oben das zweite hinmache. Seht ihr das zwar nicht von oben, aber von vorne zumindest. Da gebe ich das zweite drauf. So. Und jetzt kommt da als erstes drüber Parmesan. Warum der Parmesan? Den möchte ich nur ein bisschen unten drunter haben. Das sieht einfach nachher schöner aus beim Öffnen. Ja. Da reibe ich jetzt ein bisschen von dem Parmesan hier über den Spargel drüber. Könnt auch einen anderen Käse verwenden, könnt auch einen Bergkäse nehmen, einen Pecorino nehmen. Ja, da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, was euch schmeckt. Was ist der Vorteil an dem Backpapier? Ja? Ihr habt keinen Verlust des Geschmacks im Wasser. Wenn ihr den Spargel in viel Wasser kocht, dann geht natürlich ein bisschen von dem Geschmack in das Wasser über. Und hier bleibt der ganze Geschmack erhalten im Spargel. Und das ist natürlich was ganz was Tolles. Ja? Jetzt gebt ihr hier ein paar Tomätchen drauf. So. Dann kommt ein bisschen von diesem Frühlingslauch. Das ist eben ganz, ganz dezent. Einfach nur so ein paar Stückchen. Das reicht völlig. Dann kommt der Estragon drauf. Sieht ja jetzt schon schön aus, oder? Was meint ihr? Jetzt noch ein bisschen Pfeffer drüber geben. Nicht zu viel. Und jetzt von der Marinade. Natürlich ohne diese Sachen, die jetzt noch drin sind. Ja, die können tatsächlich weg, weil sie ausgekocht sind. Gibt es ja einfach so pro Paket so 2 bis 3 Esslöffel von diesem, von der Reduktion drauf. Nochmal 4. Dann haben wir alles verwendet. Das duftet schon hervorragend. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn ihr eine Hollandaise macht. Ja? Da macht ihr auch so eine Weißweinreduktion. Da kommen dann noch ein bisschen Pfefferkörner rein. Die haben wir jetzt hier heute rausgelassen. Dafür haben wir ja den frischen Pfeffer drauf. Hier noch 2 Löffel drauf. Das war jetzt ein bisschen viel. Aber nichts wegtun. Schauen wir mal, ob es uns noch rausläuft, bevor wir das Packerl zukriegen. Ja? Dann nochmal einmal ein bisschen Käse drüber. So ein paar Scheibchen. Wenn ihr es vegan haben wollt, lasst natürlich einfach den Käse weg, ist ja klar. Und jetzt nehmt ihr einfach so ein bisschen Butter noch und gebt so Flöckchen Butter hier oben drauf. Ja? So, nehmen wir jetzt 3, 4 Stück. Das hilft euch dann nachher im Ofen, die Soße zu binden. Der Saft, der aus dem Spargel ausläuft, die Marinade, die wir gerade drüber gemacht haben. Und das wird dann alles zu so einem richtig sämigen Gebilde, sage ich mal, ja. Und bindet sich zu einem tollen Geschmack. Das ist wirklich eine geile Geschichte, weil das könnt ihr halt, bevor die Gäste kommen, könnt ihr das so vorbereiten. Ihr bindet das alles, ja, stellt es euch in den Kühlschrank. Und wenn die Gäste kommen, 25 Minuten und so, 20, 25 Minuten, je nachdem, wie ihr euren Spargel gerne esst. Und zack, habt ihr ein tolles Essen. Und das sieht sehr beeindruckend aus. Ein paar Kartoffelchen noch dazu kochen, ja, die ihr dann daneben hinstellen könnt. Und dann tut ihr die Päckchen da auf dem Tisch. Und das wirkt natürlich total toll. Jetzt geht ihr her. Nehmt das Backerl, da braucht es jetzt ein bisschen Familienunterstützung. Bei mir ist die Familie der Linus. Linus, komm mal schnell rein, hilf mir mal ganz kurz. Hi, servus. Jetzt falten wir hier, das seht ihr ja schon, das falte ich jetzt so ein bisschen zusammen. Ja? Und jetzt halte ich das vorne und hinten. Und der Linus nimmt jetzt einfach so eine Schnur und bindet mir die Päckchen hier an den Rändern so richtig feste zusammen. Ja? Genau so. Und jetzt ziehe ich richtig an, ordentlich, dass es ganz dicht ist. Genau, und mach noch einen Knoten rein. Super, perfekt. Ein bisschen lange Schnur gemacht vielleicht. Und die andere Seite noch. Wichtig ist jetzt dabei, dass das ganz dicht ist, weil innen drin ein Dampf entsteht und in diesem Dampf gart der Spargel. Ja? Also ihr könnt jetzt da nicht irgendwo ein Löchlein drin lassen, das wäre jetzt eher suboptimal, sage ich mal. Wir zwei machen das zweite noch schnell fertig und dann sehen wir uns gleich. Jetzt nehmen wir einfach ein Blech zur Hand. Das war jetzt schon im Ofen, deswegen ist es noch heiß. Wundert euch nicht. Und jetzt schiebe ich die 2 Backerl. Wie ich schon gesagt habe, 20, 25 Minuten je nach Ofen rein und dann zeige ich es euch gleich, wenn sie fertig sind. So, meine Lieben, jetzt schaut mal her. Das eine Tütchen habe ich schon gesehen, da ein bisschen aufgeplatzt. Ja, das ist natürlich schade, das andere nicht. Aber der hat richtig schön innen drinnen geblubbert, der Spargel. Der war jetzt genau 25 Minuten drin. Und jetzt wollen wir mal da reinschauen. Ja. Ich mache mal eins auf. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt jetzt hergehen, könnt es so öffnen, dann nimmt ihr eine Schere. So. Jetzt schaut mal her, wie toll das ausschaut. Wow, ha? So. Und das ist jetzt genau das, was ich vorher gemeint habe. Hier kann man das ganz gut sehen. Da ist jetzt unten drin, da ist jetzt unten drin so ein richtig schöner Fond. Ja? Jetzt mache ich das zweite auch noch auf.
gerade mal, wie schön das ausschaut. Also ich finde, das sieht echt super lecker aus. Ich habe das nochmal schnell schön angerichtet, damit ich auch ein schönes Foto habe für den Thumbnail. Jetzt geben wir noch eine kleine Prise Salz drauf. Meistens braucht es noch ein bisschen, ja, je nachdem, wie stark ihr den Fond abgeschmeckt habt, ein bisschen Salz drüber geben. Ihr könnt jetzt auch noch, wenn ihr noch Rest vorhabt, einfach nochmal zwei Löffelchen drüber geben. Und dann probiere ich gleich nochmal ein bisschen. Ich habe es jetzt nur auf das Brett gelegt, weil es einfach schöner ausschaut auf dem Brettchen. Wundert euch nicht. Perfekte Garstufe. Wirklich. Ihr hört es ja, der hat noch einen ganz leichten Biss, aber nicht zu viel. Könnt ihr genauso nachmachen. 25 Minuten bei 180 Grad. Da wird der wunderbar. Jetzt tut mir einen Gefallen. Erzählt euren Freunden, probiert es aus. Es ist Spargelzeit. Eins meiner Lieblingsgemüse, muss ich sagen. Und das ist eine meiner Lieblingszubereitungen davon. Lasst es euch gut schmecken, meine Lieben. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder bei Let It Cook. Macht es gut. Ciao. Servus.